Ich will mich verändern. Ich werde mich verändern, während ich schon verändert bin. Jetzt. In diesem Moment, in dem ich da bin. Du bist ein Hütehund, der dein Hüte mal das Heim hier. Sehr gut. So, jetzt gucken wir uns mal an, was ihr alles so gemacht habt. Ich mache sehr viele grafische Arbeiten, was man auch hier sieht. Experimentelle Animationen mit Video, aber auch so mit Grafikbereich, mit Zeichnen, Malen und bespiele Gebäude zum Beispiel. Ja klar, jeder will wissen, was passiert jetzt, wie sieht's aus, wer ist das? Wer steckt dahinter? Sehr schön. Meine Güte, hier ist aber voll gepackt. Und klingt dann wie ein ganzes Orchester, die Shiva so schön in der Festabteilung spielt. Das ist also wirklich sehr elektronisch, aber trotzdem eben durch die echten Instrumente sehr lebendig. Sehr gut. Fantastisch. Aha. Das ist jetzt ein Projekt, das habe ich schon mal gemacht. Der macht es gerade auf Wunsch wieder. Das wird eine Kokosnussstange. Zeigt mehr oder weniger die glatte Fassade, die Charakterseite, an der man sich nicht stoßen kann. Mhm. Und aber gleichzeitig von der anderen Seite nicht zu sehen. Ja, was sie hier natürlich für Installation auch machen kann. Das sehe ich da. Ja, ja. Die Landschaft und Räume reingeschnitten. Blank Project. Ja. Aha. Mit einer Nähnadel. Also hier wird genäht. Hier wird genäht. Ah ja. Taschen werden hier genäht. Genau. Ja? Sehr schön. Daraus machen die Möbel. Das sind eigentlich irgendwie ein eigener Charakter auch. Ne? Da hängt dann der Autospiegel, um zu gucken, ob jemand reinkommt oder nicht, wenn jemand umfunktioniert hat. Ja? Also, alles Work in Progress. Wir müssen gucken, was wir jetzt reinkommen, wie wir es reinstecken. Klar. Ja. Oh oh. Was Geheimnis? Ja, ich arbeite mich gerade auf einer Ausstellung hin, deswegen ist es ein bisschen okay. Die Arbeitssituation. Ja, die ist gerade schön eigentlich. Man entdeckt nicht Amerika, man erfindet keinen Fernseher und kein Telefon, ohne nicht das Neue zu wollen und zu fragen. Man fällt halt, man denkt, man fällt vom Rande des Horizonts runter und entdeckt aber ein neues Land. Und das muss Heidelberg verstehen und akzeptieren, genau. Dass das essentiell ist. Voll unterstrichen. Danke. Voll unterstrichen. Ich würde mir wünschen, es würden viel, viel mehr so denken. Auch ein bisschen mehr in die Zukunft. Als die Angst davor, dass das, was bisher war, dass das immer nur bewahrt bleiben muss. Finde ich wichtig. Ganz wichtig. Also ich finde es ganz fantastisch, was vor allem die jungen Menschen hier geschaffen haben, die jungen Kreativen in Heidelberg. Wobei sie gar nicht alle aus Heidelberg kommen, aus der Schweiz, aus Karlsruhe, aber auch aus Heidelberg. Und ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft. Wir sind eine internationale Stadt und wir brauchen vor allem mehr Angebote, gerade auch für diese Zielgruppe. Und wir merken, dass wir, wenn wir das etwas unterstützen, es geht hier nur um eine Initialunterstützung, dass damit viel bewegt werden kann. Wir brauchen auch Kreative, mehr Kreative in unserer Stadt. Auch das Thema Kreativität, nach vorne schauen, auch mal was Neues auszuprobieren, nicht nur zufrieden zu sein mit dem, was besteht. Also ganz tolles Projekt. Prima, vielen Dank. Vielen Dank, tschüss.